Herzlich willkommen zurück zu Eye of the Beholder 2. Noch immer im Labyrinth der Medusen. Und hier müssen wir jetzt auch schon wieder ein Rätsel lösen. Da bin ich als Kind nie dahinter gestiegen und deshalb habe ich es irgendwann aufgegeben, das Spiel auch erfolgreich zu beenden. Was wir hier haben, sind 4 Druckplatten, die alle wieder gleichzeitig aktiviert werden müssen, um eine Türe zu öffnen, wo wir dann weiter können. Das Problem an der Sache ist, wir können nicht wie üblich einfach Gegenstände drauflegen, sondern, und hier hilft uns die Plakette, sperrt die Ladies ein, um die Platten niederzudrücken. Das heißt, wir müssen die Medusen auf diese Druckplatten locken, und zwar 4 Stück, gleichzeitig auf alle 4 Platten, dann öffnet sich die Türe. Wie machen wir das? Wir werden die Medusen herlocken und dann entweder mit Personen halten oder Monster halten, festhalten und dann mit Hilfe der Türen einsperren. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass hier wieder ein paar der Medusen spawnen. Also keine Angst, falls ihr alle Medusen getötet habt in den Raum, es spawnen unendlich wieder welche. Es kann nur ein bisschen dauern, aber da hinten sehe ich schon eine. Genau. Und wir müssen auch die Platten in der richtigen Reihenfolge aktivieren, weil ansonsten sperren wir uns ein und kommen nicht mehr raus und müssen die Medusen wieder freilassen. Gut, die wurde gehalten, das heißt, ich kann sie schnell hier einsperren. Zack, die erste hätten wir schon. So, als nächstes kommen diese beiden seitlichen Platten und als letztes diese hier unten. Da werde ich mir gleich mal eine Markierung machen, damit ich die nicht versehentlich schon vorher schließe. Okay, komm hier rüber. Du kommst mir gerade recht. Gut, hat der Spruch geholfen? Sieht so aus. Das heißt, auch die können wir einsperren, aber da müssen wir zuerst die hinter uns töten, die uns den Weg versperrt. So. Oh, oh, jetzt habe ich mich verlaufen. Aber hier, gut, ich habe es noch rechtzeitig geschafft. Das heißt, die halbe Miete hätten wir. Wir müssen jetzt noch 2 Medusen einsperren. Hier ist schon die nächste. Person halten. Hat es geklappt? Nein. Dann müssen wir das nochmal machen. Hat es jetzt geklappt? Ja, das war besser. Auch hier laufe ich außen rum. Deswegen müssen wir immer diese Platte als letztes aktivieren. Ansonsten können wir die anderen nämlich nicht mehr schließen. So, habe ich noch ein paar Personen halten? Ich dürfte noch ein Monster halten haben. Nee, ich habe nur noch einmal Personen halten. Ich hoffe, das klappt dann auch jetzt. Jetzt muss ich erstmal wieder eine Medusa anlocken. Da bin ich auf die Willkür des Spieles angewiesen, wann das neue Gegner spawnt. Aber das ging recht schnell. Jetzt ist auch hinter uns eine. Jetzt kommen wieder zu viele auf einmal. So, komm mit. Dann locken wir dich hier in die Mitte. Und dann hoffe ich, dass das Personenhalten klappt. Scheint funktioniert zu haben. Dann können wir ganz flott hochlaufen zur Türe, die sich geöffnet hat. Und wir können durch. Und das Rätsel der Medusen ist gelöst. Und ein Kindheitstrauma von mir hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Endlich. So, dann schauen wir mal hier weiter. Eine Tür. Große Bestien des Hades. Der Gestank in diesem Raum ist unglaublich. Kein Wunder bei diesen ganzen menschlichen Überresten. Fane, es sieht so aus, als ob unsere toten Freunde die Geheimtür im Osten nicht gefunden haben. Gut, dann wühlen wir uns mal durch die Leichenberge hier. Und wir finden eine Magierrolle Fleisch zu Stein. Damit können wir den Spieß umdrehen. Werde ich gleich mal notieren. Natürlich mit Fane, weil das wieder ein Level 6 Spruch ist. Und Fane wohl eher Level 6 erreichen wird als Ember. Gut. Schauen wir mal, ob es hier noch was gibt. Das Heft von Talon. Das werden wir auch mal mitnehmen. Wir haben ja schon früher mal das Auge von Talon hier eingesammelt. Aber gut, mehr scheint es hier nicht zu geben, außer ein paar Knochen. Also werden wir uns um diesen Geheimgang kümmern, den Fane erwähnt hat.
Da ist er auch schon. Und wir können weiter passieren. So, hier brauchen wir einen Zahnschlüssel. Man merkt schon. Und wir kommen durch. Toby, ich fühle das Böse, das von den Geistern in diesem Raum ausgeht. Vorsicht. So, schmucke Banner. Ich weiß, dass wenn man ein Banner aktiviert, ein Bonus-Item gedroppt wird. Ich glaube, das war das Banner hier. Ja, etwas fiel aus dem Banner. Und das, witzigerweise auf der anderen Seite, ist auf jeden Fall eine Magierrolle des Kältekegels. Haben wir ja schon, braucht man nicht mehr notieren. So, jetzt werde ich hier mal ein bisschen aufräumen. Wir brauchen diese Schilder gegen die Medusen nämlich nicht mehr. Dann kann Waldo wieder ein normales Schild nehmen. Und ich möchte mal diese restlichen Zauberstäbe, die wir noch haben, identifizieren. Wie den zum Beispiel. Identifizieren plus. Das ist ein Stab der Kälte. Den werden wir leider demnächst nicht brauchen können, weil wir demnächst auf Gegner stoßen, die gegen Kältezauber immun sind. Also sowas wie Kältekegel eben oder Eissturm. Dann werde ich den mal noch identifizieren. Ein Zauberstab der magischen Geschosse, also der Magic Missiles. Gut, dem werde ich mal Fane geben. Und Amber kann wieder ihr Schild nehmen. So, Toby könnte eigentlich wieder sein Zepter in die Hand nehmen. Und ich werde jetzt gleich mal meine Sprüche umstellen, merken bei Fane. So, wir brauchen nämlich Personen halten jetzt nicht mehr. Dann nehme ich zweimal Blitzstrahl und einmal die Hast. Auch bei Ember werde ich umstellen. Hier, dann nehme ich zweimal einen Blitzstrahl und einmal den Feuerball. So, und die Gelegenheit werde ich gleich nochmal zum Rasten nutzen. Und dann schauen wir mal weiter, was es hier noch gibt. Ja, dauert wie immer mal ein gutes Stück. Aber jetzt haben wir's und wir können uns weiter umgucken. So, Richtung Süden, da war man nämlich noch nicht. Da ist in der Mitte eine Druckplatte und da es sonst keinen Weg gibt, werden wir mal auf diese Druckplatte steigen. Gläserne Wände krachen um euch herum zu Boden. In der Entfernung ertönt ein schallendes Gelächter. Und da ist wieder unser guter alter Kumpel Dran Dragor. Ihr könnt stolz sein, es so weit geschafft zu haben. Es ist eine Schande, dass es so weit kam. Seht euch an, gefangen hinter einer durchsichtigen Wand. Ein Objekt zur Betrachtung, wie ein Insekt in einem Glas, wie erniedrigend. Ich habe euch fair herausgefordert und ihr habt auf barbarische Weise geantwortet. Habt ihr keine Manieren? Nun, was würdet ihr tun, wenn die Situation umgedreht würde? Ja, ja, ihr müsst bestraft werden. So, und da hat er uns auch gleich ordentlich bestraft, der Dran. Er hat uns nämlich per Loch ins Verlies der Frostgiganten fallen lassen. Und das ist alles andere als kuschelig. So, hier ist eine Magierrolle Kältekegel. Die können wir nicht gebrauchen im Moment. Denn, wie gesagt, diese Frostgiganten, die ihr hier schon im Hintergrund rumlaufen seht, sind immun gegenüber Kältemagie. Deswegen erstmal eine schnelle Hast gesprochen. Und wie immer auch ein Gebet. Und ich sehe gerade, bei Amber habe ich wohl bei der Spruchverteilung gerade Scheiße gebaut und versehentlich auf Neu geklickt. Das werden wir später fixen. Also mal schnell in den Kampf gegen diese Frostgiganten. Und der kann ziemlich schnell tödlich enden, denn ihr seht, die haben eine ziemlich gemeine Attacke. Denen ihre Faustschläge, die teilen ordentlich aus und können alle Party-Mitglieder gleichzeitig treffen. Deswegen immer schön schlagen und Rückzug, sonst hat man keine Chance gegen die. Wir müssen jetzt auch noch ein paar vernichten hier, sonst können wir gar nicht rasten. Kommt der? Er kommt. So, Blitzstrahl, der hat zwei getroffen, sehr gut. Dann wieder Rückzug.
Zweimal schlagen, Rückzug und dabei kann ich schon mal die brennenden Hände öffnen. Wenn es denn klappt. Oh, Rückzug. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Das ist die einzige Taktik gegenüber diesen Figuren hier. Und jetzt kann man zum Glück noch ausweichen. Später ändert sich das leider. Da hat man nicht mehr so viel Freiraum zum Navigieren. Also das heißt, es wird deutlich schwerer. So. Das war auch Glück, dass wir das überlebt haben. Ich guck mal, ob da noch mehr rumlaufen von den Figuren. Okay. Nur mal alles checken, damit die uns nicht in den Rücken laufen. Gut, hier sind Türen. Dann schau ich mal, was hier dahinter ist. Da ist noch so ein Kollege. Den kann ich, glaube ich, noch fertig machen. Und dann versuche ich mich mal hier zu verschanzen und zu resten. Um Himmels Willen. Hinter mir war eine Wand. Das wäre jetzt beinahe in die Hose gegangen. So, jetzt aber Rückzug, soweit wie es geht. Genau, und dann werde ich bei Amber gleich mal die Sprüche neu machen. Ich muss nur warten, bis sie wieder zu Bewusstsein kommt. Sprüche merken, Amber, tatsächlich, ich habe versehentlich auf Neu geklickt. Dann mache ich nochmal zweimal den Blitz und einmal einen vollen Feuerball und jetzt richtig auf Ende. Und dann rasten wir. Denn wir bekommen es noch mit mehreren Frostgiganten zu tun. Wie gesagt, da haben wir dann auch weniger Platz zu navigieren. Ergo, es wird schwieriger. Und was noch leider hinzukommt, sind viele bewegliche Löcher im Boden. Deshalb ist dieses eigentlich kleinste Level in Eye of the Beholder 2 trotzdem mit das schwierigste. Gut. Und wenn man normal spielt, hilft da eigentlich bloß Ladenspeichern, denn man wird zwangsläufig kaputt gehen. Aber ob wir Laden und Speichern brauchen, das sehen wir in der nächsten Folge von Eye of the Beholder 2, wenn wir weiter gegen die Frostgiganten kämpfen. Also bis demnächst. Ciao, ciao.